Er sah so verwegen aus, dass Kate vor lauter blindem Begehren ganz schwindelig wurde. Mit seiner abgetragenen Lederjacke und seinem wilden dunklen Haar sah er gerade so aus wie ein mysteriöser Abenteurer, der die Macht hatte, ihren Körper vor Leidenschaft zum Glühen zu bringen. Er schmiss einen Holzklotz in das Feuer und die Flammen schossen zischend in die dunkle, klare Nachtluft empor. Die Funken ließen für einen kurzen Moment sein Gesicht geheimnisvoll aufleuchten. Über das Feuer hinweg warf er Kate einen glühenden Blick zu. Seine Augen funkelten wie Feuerkugeln. Kate wurde es heiß. Plötzlich stand er auf und ging auf sie zu. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, als er sich vor ihr niederkniete. Seine Augen waren zusammengekniffen. Sie zitterte, als er sich langsam vorbeugte und... Ich bin Anna. Tom, es reicht. Du kommst hierher, wir sitzen stundenlang zusammen, genau wie früher. Aber irgendwie ist es doch einfach nicht mehr das Gleiche. Ich will hier keine Szene machen oder so, aber... Tom, jetzt sag mir einfach die Wahrheit. Hast du eine andere? Emma. Babe. Oh, lüg mich nicht an. Du hast mal gesagt, du würdest mich so sehr lieben, dass du die Kronjuwelen für mich stehlen würdest. Das habe ich nie gesagt. Also liebst du mich nicht. War es das jetzt? Was ist jetzt? Mhm. Hallo? Das Herz einer Frau. Es ist wie ein tiefer Ozean. Ja. Schatz, ich bestelle uns einen Kaffee und dann ist alles wieder gut, ja? Ist überhaupt nichts gut. Ich fühle mich doch total unzulänglich, wenn du mit so einem Bravo Cover Girl rummachst. Jetzt bist du wieder ein bisschen kompliziert. Wenn ich dir sage, dass... Das ist er! Nein, er hat gar nichts getan. Ihr hübscher Freund hier ist ein gewissenloser Dieb. Aber nicht mit mir, Freundchen. Herr Wachtmeister, abführen. Achtung, machen Sie Platz für die Polizei. Es tut mir leid, Liebling. Ich hab's getan. Nein, hast du nicht. Ich tat für dich, für uns, damit wir ein besseres Leben leben können. Aber Tom, wir hätten es doch gemeinsam durchstehen können. Ein Mann muss tun, was er braucht. Tom! Emma! Herr Wachtmeister! Nicht weinen.
Erinnerst du dich noch an unser erstes Treffen? Vergiss mich nicht!